Da sind wir auch schon wieder im nächsten Part zu Assassin's Creed Origins mit Arne Ternekohl. Der letzte Part ist ein bisschen länger geworden. Ich war wieder zu gierig mit dem Looten, aber ich hoffe, das macht euch nicht aus. Wir sind immer noch hier im Lager des am Korallenriff und wollen natürlich jetzt hier verschwinden. Mal gucken, wo es überhaupt hingeht. Wir nehmen auch gleich in die Richtung das Fahrzeug mit. Hier haben wir ja alles gehabt, den Hauptmann, den Schatz, sehr schön. So, da oben. Gehen wir auf Bergsteintour. Eine Runde klettern. Die Amanai-Höhle. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Dieten ja noch mal neue Höhle. Okay. Suchen wir doch mal den Eingang. Drei Schätze gibt es hier. Gehen auf die Scheuch, so ist es vorne. So, wo ist die Höhe? Wo ist der Eingang? Nicht gerade, wie ich noch richtig. Da ist ein Drücker. Hier nur lang. Immer eine 3 nach. Wo ist die 3? Das sind so viele von denen. Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Wer hört mich? Die Banditen, die Bastarde, haben die Quelle übernommen. Die Bauern sind auf diese Quelle angewiesen. Wir werden schon zahlen. Sag mir Bescheid, wenn die Soldaten kommen, dann rechne ich mit ihnen ab.
Auf jeden Fall dringend einen neuen Bogen. Da steht fest. Voll, so schätze. Drei von drei Schätze. Ort beendet. So, jetzt ganz dringend mal gucken, ja. Haben wir einen besseren Bogen? Nein. Die nehme ich auch von zweiten Bogen. Wow. Ich nehme den da. Hier keinen zum Zielen mehr. Schon besser. Zwar schlechter, aber besser. So, wollen wir mal gucken, wo jetzt weiter. Da ist ein Ausguck.
Bergziehe. Hoch das hier geht. Guckt euch das mal an. Die Aussicht. Einmal. Wird auch mal weiter nach rechts rüber. Guckt euch das an. Was sagt ihr zu dieser wundervollen Grafik, zu dieser wundervollen Aussicht? Ist das nicht herrlich? Das ist ein guter Zeitpunkt für ein Selfie. Also meine Hände waren schon längst kaputt. Tut auch weh, genau. So, haben wir hier noch was zum Looten? Ach, hier waren wir vorhin schon mal irgendwann. Im ersten oder zweiten Part, wenn ich mich recht erinnere. So, was haben wir denn hier in der Nähe noch? Da waren die Gegner. Das haben wir geplündert, das haben wir. Da ist ein Versteck. Ich glaube, das Versteck machen wir als nächstes, oder? Meter. Das laufen wir nicht zu Fuß. Oh,
Gib mir einen Grund, dich aufzuknüpfen. Irgendeinen. Der hat gesprochen. Chero, Shemachumsu, Neyasachet, Bededuk Anit Hayet. Hetscharekat. Gar nicht hier, mein Freund. So, Sigiriet. Doch den Rest zu Fuß gehen. Wie sieht es denn hier aus? Die Nekropole war immer sauber. Aus Respekt. Tiere nutzen die Nekropole als Versteck. Deswegen sieht es hier so aus. Großvater. Ich habe dich vermisst. Ich wünschte, du hättest Remo gekannt. Eine Nekropole haben wir entdeckt. Es ist zu lange her, mein Sohn. Hier war anscheinend Bike mit seinem Sohn vor langer, langer Zeit. Wo geht's hier weiter? Hier anscheinend. Was ist denn die Fackel weg? Oder auch nicht. Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chenzira? Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt.
und Chensia zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chensira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Chensira. Akraten, Minotep, Minhotep der Große, Pah, er Minhotep der Geizige. Es gibt keinen Weg, um zu all den Götzenbildern zu kommen, von denen ich weiß, dass sie hier sind. Ich habe eine der verfluchten Mauern eingerissen, aber die Skarabäen sind gemeingefährlich. Ich komme später zurück und bringe etwas mit, um diese Käfer zu töten. Dein verfluchter Tipp bringt mich noch um. Ahnen. Da sind die Skarabäen. Da hinten ist noch Loot. Teti, Sohn des Minhotep, der Überlegene, wird uns im Jenseits beistehen. Du wirst von Amun geliebt werden, dem Gott, der sich selbst schuf, dem Herrn der Schönheit. Chensira, bleib da! Ich komme dich holen! So viele Spinnenweben hier. Wo ist die Putzfrau, wenn man sie mal braucht? Durchgekommen. Agathu Kleia, Mutter von Teti, Frau des Minhotep. Das Gesicht von Agathu Kleia ist wie das von Webwabet. Wenn er sich aufschwingt und sich zum Himmel erhebt, die Augen von Agathu Kleia sind wie die des Großen, dem Herrn über die Seele in Heliopolis, möge er Erlauchtheit auch im Jenseits Bestand halten. Wie ihr merkt, ich hab's nicht so mit der ägyptischen Sprache, mit den Namen. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, schriftlich bringt das nicht viel. Entschuldigt, wenn ich es nicht richtig ausspreche, aber ja. Bin halt im neuen deutschen Zeitalter. So. Ist hier noch irgendwas zum Aufmachen? Nein. Chensira, geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Du solltest hier nicht sein. Ich verstecke mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön, ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Bayek, sieh nur. Was ist das? Das würde ich selbst gern wissen. Es muss ja alt sein. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht.
Wie bist du reingekommen? Da lang. Aber da sind die Hyänen. Bayek, ich will dir was sagen. Naja. Was ist denn, Chinsira? Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht, dass es jemanden schadet, wenn ich es ihnen sage. Chinsira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja. Amun, heiße Minhotep, willkommen. Denn er besaß ein göttliches Herz, das wohltätig gegenüber den Göttern war. Er gab den Tempeln große Mengen Gold, große Mengen Smaragde und große Mengen Getreide. Er führte uns und machte viele große Geschenke, auf das Siva florieren möge und um Tamert zu fördern. So, was haben wir hier? Schönes. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Hi, Miovette, du bist der große Kater, der Rächer der Götter, das Smaragd-Auge der, der alleine geht. Dir wurde die Herrschaft über die Mäuse und Ratten zuteil, die unsere Getreide stahlen, und du hast bestimmt, dass wir nicht hungern müssen. Mögest du auf deiner Reise durch die Duat auf reichlich nahe Tür stoßen. Miau. So, ich schätze mal, ich habe alles hier gelootet. Dann bringen wir mal den Kleinen hier da oben raus. Den Kleinen mal nach draußen. Bleib in der Nähe. Chinsira, versteck! Die sind noch hier! Es ist sicher. Geh besser nach Hause. Bayek, darf ich dich was fragen? Nur zu. Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja. Du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen! Jetzt ab nach Hause. Das war unser erstes Grabmal und damit auch der Abschluss dieses Parts. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Assassin's Creed Origins mit Ornithonicole. Bis dann.